So Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arcanum. Wir sind hier in der Kanalisation und ich wollte ganz kurz noch im Logbuch gucken. Sein Ehering in der Kanalisation wiederfindest. Okay, dann denke ich mal, wird er sicherlich irgendwo hier liegen. Ich denke nicht, dass ihn eine Ratte geschluckt hat. Ich denke, der wird irgendwo... Na, müssen wir mal gucken. Wieder ein paar geführte FPS einbußen. Nein, ich kann nicht jede Ratte kontrollieren, das geht nicht. So, wir gehen mal wieder hoch, um zu gucken, wo wir hier hinkommen. Wenn wir in einem Haus landen, ist es immer super. Aber wir landen lediglich vor dem Vermilion Road Bahnhof. Vermilion Bahnhof. Ja, und hier unten, wo waren wir vorhin gewesen? Hier sind wir gewesen. Ich glaube, hier sind wir, genau. Auf geht's wieder runter, Virgil. Wir werden uns die Kanalisation weiter antun. So, hier geht's also nicht weiter. Boah, also manchmal muss ich das Programm noch so ein bisschen an die... Na, jetzt geht's zum Beispiel wieder. Manchmal hat's ein paar... Aber das ist okay, das ist ein wirklich uraltes Spiel und ich bin froh, dass es überhaupt läuft, Leute. Also deswegen bin ich da ehrlich gesagt nicht mehr so anspruchsvoll. deswegen, ich kann über die Parukla hier hinwegsehen, das ist okay. Dafür, dass das Spiel, ich weiß nicht, wie uralt es ist. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr alt. So, hier sind wir hergekommen, das heißt, wir gehen hier weiter. Hier wäre die große, mächtige Ratte gewesen, das ist die nächste Ratte. Ach, ich liebe das, dass ich einfach so eine heftige Rain... Virgil, du stehst im Weg. Deswegen konnte ich nicht so gut treffen. Quietsch! Wo ist er denn da? Also. Ja, Virgil, guck nur zu. Du bist doof. So, da, ich glaube, da ist der Ring drin, ne? In der Kiste. Ist immer so auffällig. Ah, ich liebe die Waffen. Die Schusswaffen sind so gut. Nein, hier sind lediglich 43 Gold drin. Kein Ehering. Heißt, wir gehen weiter. Wir haben ja noch einen anderen Weg abzugrasen. Zwei Wege sogar. Ne, hinten ist Ende. Okay. Können wir gleich mal hier gucken. Nichts. Ah ja. Kennt ihr das noch? Eine Eisentür. Hier sind wir ohne. Vielleicht sollte man die Dampfmaschine mal zerstören. Na. Ich muss kurz laden, das Spiel. Der hat irgendwo ein Soundproblem. Der hat die parallel hintereinander abgespielt, die Sounds. Da unten geht's ja auch noch lang. Da ist der Ring. Da, ziselierter Ring. Wie komme ich denn da wieder hin? FPS-Einbrüche. Aha, sind wir doch schon zu weit gelaufen, ja? Interessant, gab es doch noch einen anderen Weg, den wir hätten gleich gehen können. Na, okay, hat er nicht getroffen oder hat er nicht gesehen, die Gegner? Genau so muss man es haben. Wo ist er denn da? Okay, schon tot. So, ziselierter Ring, damit haben wir die Mission erledigt und die Kanalisation auch komplett ausgelöscht. Heißt, hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Haben wir längst ein gutes Level bekommen, glaube ich. Na, würde ich so sagen, dass wir dann ein Level bekommen haben. Bringen ihm seinen Ring zurück. Oh, jetzt müssen wir die Stadt erstmal wieder laden lassen. Ja, ist so in Ordnung. So, ich habe euren Ring gefunden. Du gibst... Ich habe euren Ring... Oh, ich werde jetzt gehen. Der macht doch nichts, der Ring. Warum sollte ich ihn behalten? Ich habe den Ring gefunden. Du gibst ihm den Ring. Und hier seht ihr erfahrungsmäßig... Bäm, zwei Balken dazu. Wunderbar, hier ist das Geld. Ihr habt mir wirklich einen großen Gefallen getan. Sieht ganz so aus, als müsste ich doch nicht auf dem Sofa schlafen. Oh, eine kleine Person. Was ist denn hier so los? Ich habe gehört, dass Madame Lil auf der Südseite der Stadt ein recht interessantes Etablissement führt. Da war noch eine Person. Alle Wege führen zum Vermilion-Bahnhof, sagt man hier. Und das mit Recht. Größte Bahnstation in ganz Arcanum. Das könnt ihr glauben. Ich weiß das zu schätzen, Sire. Hier sind wir im Industriegebiet. Hier möchte ich erstmal noch nicht hin, ehrlich gesagt. Ich möchte weiter hier. War ich hier schon drin gewesen? Nee, ne? War ich bis hinten durch? Nee, nee, hier hat auch noch was anderes gefehlt. Hier gab es das und hier hinten war noch eine andere Dings gewesen. Hier, genau. Diese hier. Die Franklin Residence, was haben wir hier? Nichts. Achso, ich muss verkaufen. Ja.
Er schreibt sich halt alles auf, das ist total geil. So. Reines Erz, Elfenamulett, Informationen, Händler ein Paket in Durnholm abholen, Dampfmaschine reparieren. Okay. Also nichts Relevantes mehr hier drin. Franklin Residenz. Ein Oger. Ja, was wünscht ihr? Ein übergewichtiger, hausbackener Mann. Hallo? Gut, hier ist nichts Besonderes drin. Die wollen auch anscheinend nicht mit mir sprechen. Okay. Der Brightsdale Inn. Der Türsteher. Sei gegrüßt, Sire. Und wer mögt ihr wohl sein? Ich heiße Ronald Langley. Ich bin der Türsteher des Brightsdale Inn, dem besten Hotel in ganz Tarant. Hallo Ronald, darf ich euch einige Fragen stellen? Womit kann ich euch behilflich sein, Sire? Könnt ihr diesen Gasthof empfehlen? Oh, ich empfehle euch unbedingt hier im Brightsdale zu bleiben, Sire. Die Inneneinrichtung ist sehr modern. Die Zimmer sind üppig ausgestattet und günstigere Preise werdet ihr in ganz Tarant nicht finden. Ich bin sicher, dass es euch außerordentlich gefallen wird, wenn ihr euch entschließt, bei uns zu nächtigen. Wie kann ich mich in Tarant am schnellsten fortbewegen? Benutzen Sie am besten die Dampfzughaltestellen, Sire. Eine höchst wunderbare Erfindung. Tarant ist mit einer ganzen Reihe von unterirdischen Tunnels durchzogen. Ihr findet in der Stadt 8 Bahnhöfe. Das hier ist hier in Tarant definitiv das schnellste Fortbewegungsmittel. Könnt ihr mir irgendwelche Sehenswürdigkeiten in Tarant empfehlen? University Park ist wahrscheinlich die größte Sehenswürdigkeit von Tarant. In diesem Stadtviertel ist das Wissen zu Hause. Dort befindet sich das Rathaus, die Zoologische Gesellschaft und die Universität. Das ist alles ungemein eindrucksvoll. Ich suche nach etwas, was mit Abenteuern zu tun hat. Ich verstehe, dann ist Madame Litz Etablissement genau das Richtige für euch. Ich bin sicher, dass ihr etwas bieten kann, um euren Appetit auf Abenteuer zu stillen. So, er kann mich im Glücksspiel ausbilden. Dann schauen wir doch mal, ob es hier etwas Ungewöhnliches gibt. Einen Kerzenhalter, den man zerstören kann. Es gibt übrigens doch die Möglichkeit, die Dampfmaschine, die wir beim letzten Mal angegriffen haben, die hätte man auch mit einer Waffe angreifen können. Damit wird die allerdings beschädigt. Aber ich glaube, mit altem Angriff kann man bestimmte Dinge zerstören, die Haltbarkeit haben. Die Schankwirtin. Seid gegrüßt, werte Dame. Wohin kann ich euch behilflich sein? Was könnt ihr mir über P. Schüler und Söhne erzählen? Das hört sich wieder Name. Okay. Ich werde gar kein Zimmer für eine Woche kaufen. Seid ihr doof? Dann werden wir mal den Grimson Way auf- und ablaufen. Wir werden erstmal ein bisschen was verkaufen. Und wieder neue Kugeln kaufen. So. Hier haben wir zum Beispiel Kugeln. Ah, ich kann mir selber Kugeln herstellen. Stimmt, das geht auch noch. Werden wir gleich mal machen. Eine Langstreckenpistole. Kostet uns auch 304 ins All. Das ist teuer. Aber die Kugeln sind wichtig. Die Kugeln sind sehr wichtig. Dafür brauchte ich Schießpulver und Salpeter, glaube ich. Irgendwie so. Clarington-Gewehr. Ein Scharfschützengewehr. Interessant. Die Schrotflinte, ein Gewehr. Ja, ist das unter Schwarzpulver? Nee, dann doch eigentlich viel Kugeln brauchen Schwarzpulver. Clarington, das ist schon krass. Stimmt, ja, die Rezepte gab es ja auch alle noch. Rechtsklicken? Nee, ich glaube, die Hand muss man die nehmen. Nö, doch nicht, einmal nur Rechtsklick. Dann hier unten. Zeigt gefundene Anleitungen, die du in der Welt findest. Oder war es das gewesen? Nee, das war schon... Ich guck mal ganz kurz durch. Nee, war hier unten schon gewesen. Kugeln. Ich brauche Salpeter und Holzkohle. Na super. Das kriege ich bei dem allgemeinen Händler her. Ist das hier der allgemeine? Ne, ist hochwertige Rüstungen. Der allgemeine Händler ist, glaube ich, ganz am Anfang gewesen. Welche Art von Waren führt ihr hier? Blablabla. Achso, das war das Tauschgeschäft. Die Rüstung für 258 Münzen? Na, warum nicht? Kugeln möchte ich jetzt erstmal nicht mehr von ihr haben. Die sind zu teuer. Er hat also nichts Relevantes mehr für mich. Wir gehen ganz kurz in den... Stimmt, das ging ja auch noch. Man kann sich ja selber Kugeln herstellen. Da muss man die nicht teuer kaufen. Ist das hier Getriebe- und Technikartikel? Das könnte sein, dass da was drin ist. Handeln wir ein bisschen kleiner. Ich brauche Heilung. Könnt ihr mich zum Beispiel... Okay. Bei mir werdet ihr nur die feinsten Kräuter und Aufgusstränke finden.
Die Pflanzen werden stets nur auf dem Höhepunkt der Saison geerntet, so gewährleisten sie die größte Potenz. Aber erst durch das Trocknen im Dunkeln des Schattens erreichen sie ihre Vollkommenheit. Meine Tränke werden nach Urt und Familienrezept hergestellt, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Sucht ihr vielleicht noch etwas Besonderes? Hier kann man Treibstoff herstellen und so weiter, also. Ist schon krass. Was haben wir hier? Lebensbringer stellt das Leben des Ziels wieder her. Kostet 2000. Kann halt wiederbeleben, ne? Es gibt halt Dinge, die man sich kaufen kann, die wiederbeleben. Nee. Fallen Entscheidung reparieren. So, ich brauche Salpeter. Er hat einen Sichthelm. Der ist so ein bisschen für Elektrokram zuständig. Kann man sich später theoretisch noch eine Tesla-Spule und so weiter basteln, mit dem man angreifen kann. Das ist schon echt interessant hier alles. Holzkohle brauchte ich noch. Dann muss ich doch mal zum Gemischtwarenhändler gehen. Der müsste irgendwo am Anfang gewesen sein. Das ist ja der Tieresser. Dieses Symbol bedeutet immer Gemischtwarenhändler. Dieses farbige. Holzkohle, da ist er, die Holzkohle. Hat der Salpeter? Der hat sogar Salpeter, sehr gut. Kostet zwar ein bisschen was, aber egal. Verkaufen. Interessiert den nicht, verkaufen. Ja, den werden wir erstmal identifizieren, würde ich sagen. Den durch können wir auch mal verkaufen. Was hat der denn hier zu suchen? Ah, zack. Und am Schluss, den könnten wir hier kaufen. Er verkauft mir Kugeln für 5 pro. Wir gucken mal, wie viel wir herstellen können. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Dir fehlt die Expertise, um diese Gegenstände zu kombinieren. Expertise bedeutet auch Erfahrung, ne? Gut, habe ich dafür noch nicht die Erfahrung? Brauche ich dafür... Es gibt noch Feuerwaffen. Oder ist das was anderes? Ich gucke mal ganz kurz. Nicht, dass ich was Falsches gekauft habe. Ach, das ist Sprengstoffe, okay. Ich müsste jetzt theoretisch Sprengstoffe lernen. Sprengstoffe sind hier. Sprengstoffleier. Ah, jetzt verstehe ich, was diese Zahlen zu bedeuten haben. Ihr seht ja hier. Ich habe 35 Punkte. Und alles kann ich jetzt bis dahin mit 35 Punkten basteln. Zum Beispiel benötigt das 8 Punkte. Das benötigt 15 Punkte. Das benötigt 25 Punkte. Um das halt dann kreieren zu können, das Repetiergewehr, braucht man 25 Punkte Maximum. Glaube ich zumindest. Oder müssen wir die Jagdflinte noch basteln? Ne, müssen wir nicht. Ah ja, verstehe. Und hier brauchen wir dann 5 Punkte. Aber ich denke, das werde ich machen, weil einfach Kugeln... ich meine, jetzt habe ich mir gekauft, also möchte ich es auch gerne machen, ehrlich gesagt. Heißt, da brauchen wir noch einen Punkt für. Wir werden es mal beim nächsten Level Up mal versuchen. Lange dauert es ja nicht mehr. Können wir uns selber Kugeln herstellen. Das ist schon recht wichtig, glaube ich. Hier sind wir lang, ne? Der Devonshire Way, genau. Wir speichern mal ganz kurz. Oh, das war unten gewesen. Ist ja ewig hier. Dann gehen wir in die Garanz Taverne. War ich hier schon drin? Ja, was wollt ihr? Na, was gibt's Neues, Freund? Ich wollte nur meinen Drink genießen und dann kommt ihr daher und gebt mir auf die Nerven. Ich finde das ziemlich unhöflich von euch. Ihr müsst eine Lektion erteilt bekommen. Ich habe ihm gedroht. Entschuldigen, bei einem Schwächling wie euch, dass ich nicht lache. Nein, ich glaube nicht, dass ihr... Das hier habt ihr euch selbst eingebrockt. Können wir bitte mal verziehen? Level 32, gucken wir mal. Interessant, die laufen ja alle durch. Oh, ich hab grad wenig FPS. Das ist halt relativ gut im Ausweichen anscheinend, aber kann halt nur zuschlagen. Wieso ich? Seid ihr behindert? Der hat mich doch angegriffen, ihr Spackos. Oh mein Gott, was seid ihr für dumme Menschen? Ne, Oger halt, ne? Nix haben sie drauf, die Typen. Na, so. Ich erbiete euch meine Grüße, werter Herr. Ach, ich grüße euch, guter Gnome. Dürfte ich nach eurem Namen fragen? J.M. Morrow, zu euren Diensten dürfte ich wohl auch nach eurem fragen? Aber natürlich, ich bin Dark. Und was führt euch in dieses feine Etablissement? Erlaubt mir, euch das Bier zu empfehlen. Das ist zweifellos das Beste in Tarant.
Ich bin gerade erst angekommen. Dürfte ich ein paar Fragen stellen? Ja, selbstverständlich. Fragt, was ihr wollt. Ich werde mich nach Kräften bemühen, euch zu antworten. Ich bin neu in Taran. Welche Sehenswürdigkeiten sollte ich mir eurer Meinung nach unbedingt ansehen? Oh, was es hier in Taran nicht alles zu bewundern gibt. Solltet ihr die Gelegenheit haben, die Lokomotive ist ein Muss auf jeder Sightseeing-Tour. Über diese Bestie habe ich schon Gerüchte gehört. Ich bin definitiv beeindruckt von ihrer Kraft. Wenn euch der Sinn nicht nach Technologie steht, gäbe es dann noch die Bibliothek. Nirgendwo anders werdet ihr solch immenses Wissen angehäuft finden. Es ist wirklich atemberaubend, in unsere Geschichte einzutauchen. Das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich werde mir einen Besuch dort gönnen. Dürfte ich euch noch eine weitere Frage stellen? Diese fantastische. Okay. Ihr seid einfach zu nett. Richtig schade, dass ich. Was könnt ihr mir über diesen Ort erzählen? Okay, mehr gibt's hier nicht mehr. Was haben wir hier? Menschenstadtbewohner? Was habt ihr in letzter Zeit so gehört, Madame? Ich will mir nur einen Drink genehmigen, sie lächelt dich an. Hättet ihr vielleicht Interesse an einem Marathon-Spiel? Es ist doch nichts attraktiver als ein intelligenter Mann. Ich wette um 20 Münzen, dass ihr meine Fragen nicht beantworten könnt. Sicher. Joan Bettis schrieb. Uff, keine Ahnung. Schrecken unter den Dunkelelfen? Das war leider falsch. Die richtige Antwort lautet das große Buch der Wesen von Arcanum. Tut mir echt leid. Hä? Da stand doch gerade 20. 125, das müsste vom Preis her, aber 20 sind es gewesen. Oh nö, dann lade ich es lieber nochmal. Das ist ja ein beschissenes Gasthaus. Ich werde nochmal ganz kurz mit dem kleinen Zwerg reden, damit wir es über das Ende, ja, kurz nochmal die Information alle haben. So. Ja, die möchte. Aha, die möchte gar nicht mit mir reden. Jetzt auf einmal, blöde Kuh. Ich bin hier die Wache. Na, was gibt's Neues, Freund? Ich will mir nur einen Drink genehmigen. Nein. Alle wollen würfeln. Gut, die ist verschlossen, die Tür. Dann mit dem Barkeeper nochmal. Gibt es hier noch was Wichtiges? Tarant ist voll von Schwindlern, die versuchen durch Wahrsagerei schnell das Geld zu machen. Die Leute sagen aber, dass Madame Tussaud wirklich in die Zukunft sehen kann. Ah ja, stimmt. Den Namen nenne ich mir auch noch. Das Telegrafenamt haben wir erledigt. Ne? Können auch mal ganz kurz reingehen, um zu gucken, ob es da noch was gibt. Nö. Hier ist auch nichts, was man knacken könnte irgendwann mal. Ja. Da waren wir eigentlich jetzt drin gewesen. Wir können aber trotzdem nochmal reingehen. Achso, siehst du, ich habe doch. Na, ich habe den Stab nicht verkauft. Den wollte ich aber auch nicht verkaufen, nicht dem. Nee. So. Gehen wir hier lang, sind wir aber, glaube ich, auch fertig gewesen auf dieser Strecke. Dann gehen wir hier hinten lang. Dolan's Turn. Können wir hinten lang laufen? Okay. Das hat für euch leider überhaupt keinen Wert. Gut, er denkt also, das ist nicht wertvoll für uns, die Information. In Ordnung. So, Mülltonne, hier ist Holzkohle, hätten wir hier drin noch. Wollen wir uns nicht kaufen. Teure Holzkohle. So, das ist schon wieder ein Typ, der eine Zeitung verkauft. Ihr da, bleibt stehen, was habt ihr vor? Dürfte ich eine Frage stellen, Sire? Natürlich, Sire, womit darf ich behilflich sein? So, hier ist theoretisch dann der Bahnhof. Die blöde Kuh will mich beklauen. Womit kann ich dienen, Sam? Was ist denn los, gute Frau? Im Augenblick ist alles ruhig. Weiter. Kann ich wieder. Ist irgendwas passiert? Die hat mir 100 Gold geklaut, die blöde Kuh. Ihr seht, ich habe nur 525, gerade hatte ich 625. Ja, ist halt so. Jetzt die 100. Oh, Entschärfung, entwaffnet deinen Gegner. Hat mir Geld geklaut, blöde Kuh. So, wir könnten uns theoretisch ein Ticket kaufen nach Ashbury, Blackroot oder eine Rückerstattung. Okay, möchte ich jetzt aber beides nicht. Ich möchte noch ein wenig in Taran bleiben. Okay. Ja, wir könnten also theoretisch den Zug nach Ashbury und Blackroot nehmen, wenn wir das möchten. Aber es gibt in der Stadt noch so viel zu tun. Das ist so eine blöde Tusse, ich kenne die noch. Die beklaut einen immer. Außer wenn man genug, ich weiß gar nicht, wie man das verhindern kann. Wahrscheinlich, wenn man von irgendwas genug hat. Was? Polton Cross. Redaktion des Tarantiner Boten. Ah ja.
Hier gibt es auch nichts zum Klauen. Wohlhabender Geschäftsmann, seid gegrüßt, Herr. Dürfte ich noch euren Namen fragen? Ich bin Mr. White, Herausgeber der Tarantiner Boten, der besten Zeitung im ganzen Land. Wer seid ihr? Ich heiße Dark. Womit kann ich euch behilflich sein? Habt ihr wohl eine Arbeit, die ich erledigen könnte? Also, das hier ist der Tarantiner Bote. Unser Geschäft sind Neuigkeiten. Wenn ihr von Arbeit sprecht, kommen mir als erstes Neuigkeiten in den Sinn. Habt ihr irgendwelche guten aktuellen Geschichten für mich? Wir zahlen ziemlich gut dafür. Tja, ich habe als Einziger den Abschluss der IFS-Tiefe überlebt. Reicht das aus? Nein! Ihr? Ihr habt tatsächlich die IFSC für Tragödie überlebt? Ich muss eure Geschichte haben. Ich zahle euch auf der Stelle 500 Münzen, wenn ihr meine Fragen beantwortet. Verfüttert die Geschichten gehört euch, Mr. White, und stellt eure Fragen. Ich weiß natürlich, dass das eine höchst traumatisierte Erfahrung war. Bitte lasst euch ruhig Zeit. Wenn ihr eine kleine Pause braucht, habe ich dafür Verständnis. Seid ihr bereit? Ja, vielen Dank für euer Verständnis. Wir können beginnen. Also, Dark, außer euch hat niemand das entsetzliche Desaster der IFSC für überlebt. Ja, es tut mir leid, sagen Sie mir, dass niemand sonst den Aufbau überlebte. Wisst ihr eigentlich, was den Abschluss dieses großen Luftschiffs verursacht hat? Es hat eine mächtige Explosion gegeben, sie erschüttert das ganze Fahrzeug. Nun, ich hab nichts in der Luft gesehen, aber ich hörte Gewehrfeuer. Gewehrfeuer? In dieser Höhe? Wie ist das möglich? Ich hörte auch Maschinen, ich glaube es waren zwei verschiedene. Maschinen? Die C4 war doch ein Einzelstück. Was könnte noch mit euch dort oben gewesen sein? Neben dem Zeppelin fand ich außerdem einen Wrack, eine seltsame Maschine. Eine weitere Flugmaschine? Unglaublich! Er kritzelt hektisch etwas hin. Ihr glaubt also nicht an einen Unfall oder an Sabotage? Ihr wollt mir sagen, die IFSC wurde absichtlich vom Himmel geschossen, durch irgendein geheimes Flugzeug. Ja, so viel konnte ich mir zusammenreimen. Er scheint verwirrt, eine Mischung aus Schock und freudiger Erregung. Dark, ihr habt mir gerade die Geschichte meines Lebens geliefert. Oh, vielen, vielen Dank. Hier ist das Geld, das ich euch versprochen habe. Ihr habt das euch mehr als verdient. Ich muss doch sofort in Druck geben. Lebt wohl. Wartet, ich weiß, ihr habt es eilig, aber gibt es sonst noch etwas für mich zu tun? Also, wir haben auch momentan leider keine offenen Stellen. Er denkt einen Augenblick nach. Es gibt eine Kleinigkeit, die ihr tun könntet. Sie bringt allerdings nur 75 Münzen. Seid ihr interessiert? Ja, das bin ich. Na gut, hier habt ihr eine Zahlungsaufforderung. Sie muss zu Mrs. Halster gebracht werden. Ihr Haus liegt an der Ecke Devonshire und Vermilion. Kommt zu mir zurück nach der Übergabe und ich zahle dir 75 Münzen. Na gut, ich bin bald zurück. Viel Gerede. Aber meine lieben Freunde, wir machen jetzt mal eine ganz kurze kleine Pause von Arcanum. Sehen uns in der nächsten Folge dann wieder hier in Tarant. Bis dahin, ciao.